rausholen. Ich weiß überhaupt nicht, an welcher Stelle sie falsch abgebogen ist. Was ist bei Ihnen passiert? Sie machen nur Politik, um Leute zu verunsichern. Sie machen nur Politik, um die Demokratie zu bestätigen. Sagen Sie, stehen Sie morgens auf und sagen sich, heute hauen wir wieder einen raus, gehen abends ins Bett und sagen, tschakka, oder was ist los? Wie sind Sie drauf? Erklären Sie das. Erklären Sie das den Menschen. Nur spalten, nur hassen. Das ist das, was Sie wollen. Dieser Antrag ist ja nicht ernst zu nehmen. Und meine Damen und Herren, es geht Ihnen gar nicht um Finanzpolitik. Es ist der übliche verschwörungsideologische Dreisatz. Erst kommt das große Schreckensgespenst von der instabilen Währung. Da wird nicht mal der deutsche Grill ausgelassen. Dann wird mit Halbwahrheiten Angst weiter geschürt. Dann Schuldige gesucht, die da oben, die sich Regeln zurechtbiegen. Und die Südländer, können Sie nachlesen, die nicht mit Geld umgehen können. Das zeugt nicht nur von geistiger Schlichtheit, sondern ist faktenfrei und schlimmer noch gefährlich. Sie führen im Jahre 2024 allen Ernstes eine Währungsdebatte, und Ihre Argumentation fußt auf einer Broschüre aus dem Jahre 1996, aus dem der Staub quillt. Sie wissen es besser. Wir haben einen riesigen Binnenmarkt ohne Handelsbarrieren, um den uns andere Länder beneiden und von dem besonders Deutschland profitiert. Wir leben im Schengen-Raum, in dem wir arbeiten und die jungen Menschen sich frei bewegen können, grenzenlos. Junge Menschen können in allen Städten Europas studieren. Und Sie können Ihren Unsinn auch noch in Nachbarländern erzählen, ohne Roaminggebühren zu bezahlen. Das ist doch was. Kollegin Strack-Zimmermann, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Aber ganz sicher nicht. Und an alle, die eine innige Beziehung zu Moskau haben, eine ganz innige, die werden mit Sicherheit darauf achten, dass in den Koffern der Euro liegt. In Rubel oder D-Mark ist der Koffer zwar deutlich schwerer, aber inhaltlich deutlich geringer.